Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und heute zeige ich euch mal, wie man in DaVinci Resolve diese schwarzen Balken animiert oder halt einfach nur einstellt. So, legen wir los und starten DaVinci Resolve. Dann ziehe ich jetzt hier mal ein paar Clips rein von dem letzten Vlog, würde ich sagen. Es gibt zwei Arten, das zu machen. Also, Effects Library und dann hier auf Effects gehen und dann sich hier einfach einen Adjustment Clip holt und den halt einfach hier oben drüber zieht. Und dann kann man hier auf Cropping gehen, hier auf Cropping gehen und dann hier bei Top das hier einfach runterziehen und bei Bottom. So, und dann hat man jetzt zum Beispiel hier diese schwarzen Balken. Aber wenn man das jetzt nur hier bei einem Clip machen will, dann kann man auch einfach hier das ohne den Adjustment Clip machen, sondern kann hier unten auch einfach nur auf, hier in dem Inspector, kann man dann einfach auch hier nur unten auf Cropping gehen. So, und dann kann man hier auch wieder einstellen, Top und also oben und unten eben, kann man dann auch wieder einstellen, wie weit man es halt eben diese schwarzen Ränder haben will. Eine andere Möglichkeit ist, wenn man die kompletten, wenn man zum Beispiel einen Kinofilm produziert oder sowas, dann kann man hier oben auf Timeline gehen und dann nach unten auf Output Blanking, dann kann man hier einstellen 2,35 und dann hat man eben hier diesen Kinolook. Jetzt haben wir nochmal alles hier zurückgesetzt, wir holen uns wieder unseren Adjustment Clip. Gehen da drauf auf Cropping und dann können wir jetzt halt hier, weil ich habe jetzt halt hier meinen Marker und dann kann ich nämlich jetzt hier drauf gehen und setze jetzt hier meine Keyframes und ich will die ungefähr hier und ich möchte es hier haben. So, und dann gehe ich hier drauf, ziehe dann meinen Marker wieder an den Anfang und ziehe die dann einfach bis nach hinten. Zack. Und dann habe ich hier meine schöne Animation. Wenn ich die jetzt noch ein bisschen kürzer, haben will, dann kann man natürlich so nach Belieben einstellen. Und hier ist es dann genau dasselbe. Ich kann hier auch wieder drauf gehen. So, hier zack, zack. Dann sage ich jetzt einfach mal hier so und dann kann ich jetzt hier einfach sagen, wieder zurückziehen das Ganze und dann habe ich eine schöne Animation und ich hoffe, euch hat das kleine Tutorial gefallen und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst ein Like da und schreibt auch mal gerne in die Kommentare, was für Tutorials ihr jetzt da zum Beispiel zu DaVinci Resolve sehen wollt, was ihr da wissen wollt oder halt auch einfach andere Sachen, zu denen ihr Tutorials haben wollt. Vergesst nicht zu abonnieren und macht's gut. Ciao.